Leute, was geht ab und willkommen zu diesem Video. Das fängt einmal anders an, weil ich nehme das Ganze hier gerade aus dem Schnitt auf. Weil das Problem ist, heute geht es um TikTok und ich wollte zuerst ein Video darüber machen, wo ich einfach TikToks bewerte, um zu schauen, ob mein negativer Eindruck gerechtfertigt ist. Dann ist es irgendwie in was Wissenschaftlichem ausgeartet. Auf jeden Fall habe ich dann eher den Algorithmus getestet und ein paar Statistiken dazu gemacht. Deshalb muss ich jetzt das Intro neu machen. Also in einem ersten Schritt erfahrt ihr ein paar generelle Facts über die App. Und anschließend mache ich ein paar Statistiken dazu. Wird aber trotzdem interessant, ich verspreche es euch und jetzt viel Spaß mit dem Video. Zuerst so ein paar wissenschaftlichen Facts. TikTok wurde im September 2016 veröffentlicht. Es wird vom chinesischen Unternehmen ByteDance betrieben. Es gilt als Nachfolger von Musical.ly, welches von ByteDance 2017 für fast 1 Milliarde Dollar aufgekauft wurde. Die Nutzerschaft beläuft sich auf ca. 1 Milliarde und davon veröffentlicht ein Drittel täglich Content. 25% gaben an, sie würden durch TikTok Produkte kaufen. TikTok erzielt 37 Milliarden Videoaufrufe monatlich und gilt als die erfolgreichste App in den App Stores, wobei 69% der Nutzerschaft zwischen 16 und 24 Jahre alt ist. Das heißt, es ist stark auf die Generation Z ausgerichtet. Als Gründe für Erfolg nimmt man an, dass vor allem Nutzer aus Musical.ly und Vine übernommen wurden. Das sind beide Social Media Plattformen, die es nicht mehr gibt. Und auch durch sehr viel Influencer Marketing und dadurch, dass so weltbekannte Memes entstanden von TikTok, die sozusagen auch plattformübergreifend dann bekannt wurden. Positiv an TikTok ist, dass einige Songs so populär wurden und ganze Artists konnten so eigentlich einen Erfolgsdurchbruch haben. Zu den Kritikpunkten gehört zu wenig Datenschutz und Jugendschutz sowie zu wenig aktives Vorgehen gegen Cybermobbing und Sexismus. Da musste TikTok in den USA 5,7 Millionen Dollar Strafe zahlen. Ein weiterer genannter Kritikpunkt ist, dass es Zensur im Sinne Chinas gibt. Beispiel Hongkong-Proteste oder Falun Gong, das ist eine spirituelle chinesische Praxis. Dies wird aktiv von der chinesischen Regierung verfolgt. Dann wird die Verbreitung von Inhalten beeinflusst, das heißt, es gibt zum Beispiel absichtliche Reichweitenreduktion von Menschen außerhalb des Standards und auch von Aufklärung über LGBTQI+. Und es gibt auch einen Verdacht auf Spyware, das heißt Spionage zugunsten Chinas. Deshalb versuchte man in den USA bereits, TikTok zu sperren, aber das wurde vor dem Gericht dann als verfassungswidrig erklärt. Okay. Dann reagiere ich mal auf die TikToks. Ich kann das leider nicht zeigen, weil ich will kein Risiko. Eingehen bezüglich Copyright. Aber ich gebe jedem TikTok einen Score von 1 bis 10 und dann werte ich das Ganze aus. Eine Zahl gleich eine Zahl geteilt durch eine Zahl plus eine Zahl. You need eine to Zahl shut the f- So, ich habe jetzt die Auswertung gemacht und da ist Folgendes rausgekommen. Ich habe bei diesen 50 Videos jeweils die Durchschnitte in 10er Schritten berechnet und das in ein Diagramm gepackt. Das ist, um den Algorithmus zu testen, also um zu schauen, wie gut das Algorithmus mich kennenlernt innerhalb dieser 50 Videos. Das Ganze sieht so aus. Zum Beispiel bei 1 bis 10 war mein durchschnittlicher Score irgendwo bei 2,1 oder so. Und dann ging die Kurve immer höher, bis dann schlussendlich auf dem Peak bei 41 bis 50. Das heißt, wir sehen, innerhalb von nur 50 TikToks hat mich der Algorithmus extrem gut kennengelernt. Die zweite Grafik sind die absoluten Zahlen der 50 TikToks, dargestellt in einem Diagramm und das Ganze sieht so aus. Das heißt, wir sehen, gegen Ende des Tests gab es viel höhere Werte als zu Beginn. Was auch relativ interessant ist, was ich mir hier notiert habe, in den ersten 25 Videos gab ich 11 Videos über 5 Punkte und nachher 16. Vor 25 gab ich 8 Videos über 7 Punkte, nachher 13. Und vor 25 gab ich einem Video 10 Punkte und danach 4. Das heißt, alle diese drei Statistiken zeigen eindrücklich, wie gut mich der Algorithmus kennengelernt hat. Jetzt fragt man sich natürlich, woran genau liegt das? Wie kann der Algorithmus so gut sein? Das Interessante ist, wurde ein Dokument namens Algo 101 geleakt, was intern bestimmt war und versiert Mitarbeitern erklären oder zeigen soll, wie genau der Algorithmus funktioniert. Das wurde geleakt und zwar geht der Algorithmus nach einer ganz einfachen Formel. Zwar werden die Likes, die Comments, die Playtime und ob das Video überhaupt angeklickt wurde, jeweils im Quadrat genommen und das gibt für jedes Video einen Score. Dann wird Nutzenden einfach nur Videos mit hohem Score angezeigt. Und weiter wird auch darauf geachtet, dass es möglichst verschiedene Sachen gibt, dass sich die Nutzenden nicht langweilen und halt länger auf TikTok verbringen. Und das ist die ganze Erfolgsformel hinter dem Algorithmus. Wie man gesehen hat, es funktioniert.
Ja, dann hoffe ich natürlich, das Video war aufschlussreich und bis zum nächsten Video oder Livestream. Ich gehe jetzt TikTok deinstallieren.